So, es läuft, jawohl. Herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal, in dem ich über Bücher rede. Heute ist das 25. Kapitel. Mein Name ist Regine. Ich stehe hier heute mal an einer anderen Stelle vor einem vollkommen überfüllten Bücherregal. Und ja, da stehen wahrscheinlich nicht so sehr viele schöne Bücher für euch drin. Auch das ist vollgestopft in Doppelreihe oder teilweise Dreierreihe und dann eben noch alles Mögliche quer und kreuz. Ich war heute mal etwas zu faul, da drüben umzuräumen, damit ich mich vor den gewohnten Platz stellen kann. Ja, ich hoffe, es geht auch so. Wir haben Ostermontag. Es ist echt nicht zu fassen, dass schon Ostern ist. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Osterzeit im Kreis eurer Lieben, eurer Familie oder wie auch immer. Ich hoffe, es waren nicht nur Schokoladeneier, sondern vielleicht auch das ein oder andere Buch mit im Nest, das ihr gefunden habt. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Lesezeit und besseres Wetter als wir. Wobei, naja, es ist Gott sei Dank nicht mehr so kalt, aber es könnte ja ein bisschen die Sonne scheinen. Egal, wir fangen mal an. Ich war, glaube ich, 4 Wochen nicht da, weil ich ein bisschen eine aufregende Zeit hinter mir habe, in der sehr wenig Zeit zum Lesen war. Ich habe aber jetzt ein paar Bücher mitgebracht, die ich fertig gelesen habe. Ich hatte wieder angefangen, parallel zu lesen. Und das ist eben das Problem. Wenn dann so 4 oder 6 Bücher am Start sind, ja, dauert es einfach länger, bis man die fertig hat. Und dann dachte ich immer, naja, ich könnte zwar jetzt ein Video machen, aber dann kann ich euch nur Bücher zeigen, bei denen ich mittendrin bin, und das wollte ich nicht. Aber jetzt habe ich einige zu Ende gelesen. Abgegeben habe ich schon länger den Donnerstagsmordclub, diesen vierten Band von Richard Osman, obwohl ich den noch nicht, ja, wie soll ich sagen, damals, als ich den in die Kamera gehalten hatte, hatte ich den gerade erst angefangen. Und ja, jetzt, ich meine, ich muss dieses Buch, dieses schreckliche Buch, nicht nochmal in die Kamera halten. Nichtsdestotrotz wollte ich trotzdem nochmal darauf eingehen. Also es war der vierte Band, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er hieß. Guckt einfach bitte bei dem vorherigen Kapitel nach. Ich habe es dann zu Ende gelesen. Es hat eine Ewigkeit gedauert. Der Kriminalfall war für mich wirklich, die werden immer irgendwie abstruser und gekünstelter und unglaubwürdiger und konstruierter und aber weshalb ich den Band lesen wollte, war ja, weil Stephen, der Ehemann von Elizabeth, Elizabeth ist das eigentlich das Haupt dieses Donnerstagsmordclubs. Sie ist früher Agentin gewesen, eine hochintelligente Frau und mit vielen Beziehungen und verheiratet mit Stephen seit endloser Zeit. Und Stephen ist in diesen Büchern an Demenz, an Altersdemenz erkrankt. Und in dem dritten Band zeigte sich schon, dass die Situation der Demenz sich bei Stephen verschlechterte. Und im vierten Band, das war eigentlich auch der Grund, weshalb ich den vierten Band lesen wollte, weil ich wissen wollte, wie es mit ihm weitergeht. Oder ja, ich war einfach neugierig. Und da muss ich wirklich sagen, spreche ich dem Richard Osman ein großes Lob aus. Da hat er sehr detailliert und sehr gefühlvoll und sehr in die Tiefe gehend die Situation geschildert. Also im Prinzip hätte ich am liebsten die ganzen anderen Blätter, die um diesen fürchterlichen Fall gingen, rausgerissen und nur das drin gelassen. Er hat in seiner Bekanntschaft wohl jemanden, der dement war, und das hat ihn sehr beschäftigt und das hat man gemerkt. Das hat er so in das Buch. Also da war ich absolut begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das Thema an sich ein ganz fürchterliches Thema ist. Aber in unserer Gesellschaft, solange wir jung sind und damit keine Berührung haben, denken wir immer, naja, man wird halt ein bisschen vergesslich, ne? Das ist dann halt ein bisschen so, wenn man alt wird. Aber das ist halt eine Erkrankung, die nicht nur ältere Menschen betrifft, sondern durchaus auch bei jüngeren Menschen auftreten kann. Und es ist eben nicht nur ein bisschen vergesslich, sondern es ist eine Erkrankung, die wirklich fortschreitend, oft sehr schnell fortschreitend vorangeht und bei der es keine Medikation, keine Hilfe, keine Möglichkeiten gibt. Und es war schon sehr dramatisch zu sehen, wie Steven abbaut und wie Dinge, die er seinen Lebtag sehr, sehr gerne gemacht hat, plötzlich
gar nicht mehr ging und er sich nicht annähernd daran erinnerte, dass er das mal gemacht hat. Oder also es war wirklich sagenhaft. Und ja, also von der Seite her, das hat mich sehr mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann ging mein E-Book-Reader kaputt. Da wollte ich euch eigentlich noch fragen, ob ihr mir da irgendwie einen Tipp geben könnt, mit welchen Geräten ihr arbeitet oder was euer liebstes Gerät ist, wenn ihr E-Books lest. Ich hatte immer diesen hier und er ist mir zweimal runtergefallen und hier unten ist eine Ecke ab, da oben war das dann ab. Und wenn man ihn jetzt schüttelt, dann klappert es. Er funktioniert noch, aber ich kann nicht mehr umblättern. Das heißt, in dem Moment funktioniert er nicht mehr, weil ich konnte nicht mehr weiterlesen. Ich hatte gerade eigentlich von Tonio Schachinger das Buch, was den Deutschen Buchpreis gewonnen hatte, mitten so Seite 80 und konnte dann nicht mehr weiterlesen. Bis dann der nächste, ja, ich habe dann, ich wusste, ich war ein bisschen aufgeschmissen, weil ich nicht wusste, welchen E-Book-Reader ich mir kaufen soll. Das ist ja schon ein bisschen ein älteres Exemplar. Was mir bei diesem sehr gut gefallen hat, ist, dass man wirklich auch draußen lesen kann, dass man das Licht an- und ausmachen kann, dass man wirklich auch nachts im Bett lesen kann, ohne noch irgendeine andere Lichtquelle zu brauchen und dass er sehr, sehr leicht ist. Und im Grunde wirklich per Tippen, umblättern, wie auch immer. Das heißt, ich habe hier keine Knöpfe, die ich großartig drücken muss. Ich habe oben nur einen Anschalter, einen Licht-An- und Ausschalter und hier konnte ich auf Reset drücken. Das habe ich aber so gut wie nie gebraucht. Und ich hatte dann aus der Bibliothek einen ausgeliehen, der war wesentlich größer, wesentlich schwerer. Das hat mir fürs Bett nicht annähernd gut gefallen und da hatte ich halt wieder Knöpfe an der Seite, die ich drücken musste. Das wollte ich nicht. So, und gekauft habe ich mir dann letztendlich diesen hier auch gebraucht. Ich habe mich dann hinterher geärgert, weil der Preis von diesem gebrauchten Gerät war im Grunde so hoch wie ein absolutes Neugerät. Aber die neuen Geräte sind halt, finde ich, wieder größer und schwerer. Und auch dieses Gerät ist wassergeschützt. Ich glaube, mit dem könnte man sogar unter Wasser gehen, was ich nicht vorhabe. Aber es ist wieder ein An- und Ausknopf und ein Lichtknopf, weiß ich gar nicht, den habe ich noch nicht ausprobiert, noch ein Reset-Knopf. Und ansonsten ist er absolut glatt. Er hat also nicht diese Umrandung, in der sich immer irgendwelchen Staub angesammelt hat. Und jetzt lese ich mit diesem. So, und dann hatte ich nämlich bei diesem Buch ein E-Book ausgeliehen und habe nach dem Donnerstagsmordclub mit diesem Buch weitergemacht. Ups, das war nicht beabsichtigt. Ach nee, kommt. Warum macht er das denn jetzt? Also im Grunde heißt das Buch Aufzeichnungen eines Serienmörders. Das hat den Krimi-Preis 2020. So sieht das Coverbild aus. Das heißt völlig unscheinbar. Kein Bild, sondern nur Schrift mit diesen grauen und dunklen Blöcken, die Zeilen ausfüllen, wo die Schrift nicht ist. Vielleicht kann ich jetzt mal näher kommen, dass ihr das lesen könnt. Von Kim Jong-ha, Aufzeichnungen eines Serienmörders. Das ist ein ganz dünnes E-Book, hat nur 66, 65 Seiten sogar nur. Und dann habe ich das gelesen und das war wirklich Zufall, weil in diesem Buch geht es um einen früheren Serienmörder. Das heißt, es ist ein Tierarzt, der inzwischen pensioniert ist, 70 Jahre alt. Und zu seiner aktiven Zeit als Tierarzt war er Serienmörder. Also nicht im Sinne von, wir sind ja als Tierärzte eigentlich alle Serienmörder, weil wir ja doch eine ganze Menge Tiere töten. Aber er hat Menschen umgebracht und nicht wenig. Eine genaue Anzahl wird nie genannt und ich glaube, das ist auch gar nicht nötig. Jedenfalls ist er jetzt 70 und er ist an Demenz erkrankt. Das war jetzt wirklich ein absoluter Zufall. Aber wie das manchmal so ist, man hat ein Thema und dann liest man verschiedene Bücher und ich war auf einen Krimi eingestellt und habe wieder das Thema Demenz. Er erfährt, dass er an Demenz erkrankt ist. Und hier in diesem Buch sehen wir sozusagen die Demenz von demjenigen, der betroffen ist. Bei dem Donnerstagsmordclub sehen wir die Demenz mehr oder weniger von außen. Wobei Elizabeth tatsächlich ihren Mann auch einmal zu einem guten Freund von ihr gebracht hat, damit er mit ihm reden kann über seine Situation, über sein Leben, wie er sich fühlt, ob er glücklich ist und so weiter und so weiter, was ich sehr beeindruckend fand. Ja,
Das machen übrigens auch Firmen, dass sie externe Firmen bitten, mit den Mitarbeitern zu sprechen, ob sie im Betrieb glücklich sind, ob sie Verbesserungsvorschläge haben, ob ihnen irgendwas quer liegt, ob sie irgendwie unzufrieden sind. Das ist immer sehr, sehr hilfreich, wollte ich nur mal so nebenbei sagen. So, jetzt aber zu diesem Buch Aufzeichnungen eines Serienmörders. Also dieser Tierarzt ist 70 Jahre alt, ist an Demenz erkrankt und zu diesem Zeitpunkt ist in der Gegend ein neuerer Serienmörder unterwegs. Das Ganze ist in Korea. Ist auch ein koreanischer Schriftsteller, Kim Jong-ha, 1968 geboren, das heißt 3 Jahre jünger als ich. Er hat alle bedeutenden Literaturpreise seines Landes bekommen. Er hat Romane geschrieben, Erzählungen, Essays, alles wurde in zig Weltsprachen übersetzt. Er lebt zeitweise in Kanada, USA, Italien. Hat auch F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby ins Koreanische übersetzt, ist Katzenliebhaber, ein großes Däumchen nach oben, und wird oft mit Haruki Murakami verglichen, zu dem kommen wir auch noch. Die Aufzeichnungen eines Serienmörders 2013 waren Nummer 1 Bestseller in Fiction in First Week of Publication und das Book of the Year 2013 der Tageszeitung Dong-A Iblo. Bis 2017 wurde das Buch in Korea über 200.000 Mal verkauft. Verfilmt wurde er auch. Ich kenne auch den Film nicht. Weiß nicht, vielleicht kennt ihr den Film. Für mich war das wirklich so ein Zufallstreffer, dass ich das Buch da irgendwie gesehen habe. Und 2020 hat es wohl in Deutschland den Krimipreis bekommen. So, jedenfalls ja, ist dieser ältere Tierarzt und früherer Serienmörder sich dann sehr unsicher, ob er vielleicht die Morde wieder macht, aber er ist eigentlich alt und ist nicht mehr dementsprechend kräftig und er ist dann der Meinung, er hat rausgefunden, wer der Serienmörder ist und möchte denjenigen beschatten und zur Strecke bringen, zumal auch seine Tochter be vermeintlich bedroht wird durch diesen Menschen und es ist wirklich ein dramatischer Abbau. Hat mich auch an eine Kundin erinnert, die damals Alzheimer hatte und bei der ich dann einmal zum Hausbesuch war. Und sie hatte wirklich die ganzen Wände voll mit Listen, damit sie zurechtkommt in ihrem Alltag. Das Problem ist nur die Phase, in der man sich noch an diese Listen erinnert und in der man sich dann auch noch daran erinnert, was das bedeutet, was auf der Liste steht, ist bei vielen Menschen sehr, sehr kurz. Das heißt, auch dieser Serienmörder hat versucht, sich mit Aufzeichnungsgeräten, mit Tagebuchführen, mit Zettelchen irgendwo hinkleben, weiterzuhelfen und wusste dann aber 3 Tage später unter Umständen nicht mehr, was er da aufgeschrieben hatte, was das bedeuten soll, was das eigentlich sein soll. Also ein ganz spannend zu lesendes, sehr kurzes Büchlein, was mich doch sehr beeindruckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und da ich es nicht als Paperback habe oder als Hardcover, musste ich das jetzt auf diese Art und Weise machen. So, jetzt weiß ich gar nicht, was er mit mir hier so spielt. Darauf kommen wir dann später noch zurück. Was ich allerdings auch nebenbei noch gelesen hatte, war das Buch von Gea. Ich weiß gar nicht, wie ihr Vorname ausgesprochen wird. Gea Schöters, das Buch Trophäe. Das wollte ich unbedingt haben aufgrund des Coverbildes. Ich hatte dann auch schon reingelesen, weil es ein Thema ist, was ich dachte, was für mich sehr schwer sein wird. Und das war auch sehr, sehr schwer. Also dieses Buch hat mich wirklich Nerven gekostet und sehr, sehr aufgewühlt. Also ich habe phasenweise auch Albträume bekommen. Ja, worum geht es in diesem Buch? Es geht um einen Großwildjäger, um einen sehr reichen Mann. Wie heißen die nochmal, diese Trophäenjäger, das sind Menschen, die sehr viel Geld besitzen und einen Spaß daran haben zu jagen, aus Spaß heraus, nicht weil sie irgendwie Fleisch zum Essen brauchen oder irgendwie Nahrung brauchen, sondern wirklich einfach nur just for fun, um mit Trophäen zu Hause angeben zu können. Und es gibt eben diese Trophäenjäger, die sehr, sehr reich sind, die sich dann die Abschusslizenzen kaufen
für bedrohte Tierarten. Das ist ein riesiges Fass, was diese Autorin hier aufgemacht hat. Man merkt auch, dass sie sich sehr bemüht, die Sachen so darzustellen. Es war schwierig, ja, es war richtig schwierig, weil ich einfach eine andere Meinung darüber habe. Aber es ist ein sehr schwieriges Thema. Und hier hinten steht auch dieses Buch, ist ethischer Mindfuck. Es ist ein preisgekrönter Roman mit einer ja, außerordentlichen erzählerischen Wucht, das stimmt. Die Tiefenschärfe ist absolut, also sie schreibt wirklich sehr, sehr gut. Und auch so die Landschaften und wie sie Afrika darstellt. Also hat wirklich von dem Schreibstil Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Ja, das war wirklich sehr, sehr angenehm. Und dieser Roman wurde übrigens im Zollner Verlag erschienen, auch noch ein Grund, weshalb ich das Buch haben wollte, weil von da kenne ich eigentlich nur sehr gute und sehr kritische Bücher und sehr schwierige Themen, bei denen man wirklich auch anderer Meinung sein kann. Dieses Buch wurde im Niederländischen sehr positiv von der Presse besprochen. Leider habe ich nirgends rausgefunden, was da positiv besprochen wurde. Ob positiv besprochen wurde, dass diese Autorin sich einfach mal an dieses Thema ranwagt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, es ist schon Monate her, da ging das wieder wild durch die Presse, weil irgendeiner dieser Trophäenjäger einen ganz bekannten Löwen erschossen hat in Afrika, der einen Namen hatte und auch Maskottchen war für viele. Und er zeigte sich dann so, wie das ja, ne, mit einem Fuß auf dem toten Tier und sich stolz präsentierend, da steigt einem schon irgendwo die Galle hoch, ne? Das eigentlich. Aber sie bemüht sich, also die Autorin von diesem Buch bemüht sich, ja, schwierig, diese Sache nicht positiv darzustellen, aber sie versucht einen realistischen Standpunkt einzunehmen. Und den Leser damit auf diesen Standpunkt zu ziehen. Im Sinne von, die Lizenzen, die verkauft werden, wenn es denn so ist, sind Lizenzen für Abschüsse von Tieren, die ja nicht getötet werden müssen, weil sie krank sind, weil sie Schmerzen haben. So, es sind kerngesunde Tiere, aber eben ältere Tiere, so wie das auch bei dem Löwen der Fall war, die in der Nachzucht keinen Wert mehr besitzen. Das heißt, die von den jüngeren Damen, ob jetzt Nashorn oder Löwinnen oder wie auch immer, nicht mehr akzeptiert werden als Geschlechtspartner, und die aber eben noch existieren und dadurch zu heftigen Kämpfen mit den Jungtieren, die eigentlich die Nachzucht bringen sollen, führt, sodass also immer in Gefahr ist, dass diese jüngeren Bullen oder jüngeren Löwen böse verletzt werden und dann vielleicht eben tatsächlich für die Nachzucht ausscheiden. Also ich finde das extrem umstritten, das so zu argumentieren und dann zu sagen, hey, ja, kommt, die hätten ja eh getötet werden müssen. Es sind kerngesunde Tiere. Kerngesunde Tiere. Die Ranger haben wohl da einen sehr guten Blick drauf, wer, wie, was, wo, wann. Und dann werden eben diese Tiere zum Abschuss freigegeben und die Lizenzen für richtig teures, sattes Geld verkauft. Also sechsstellige Summen, sechsstellige Summen sind das, sind da nicht unüblich. Und mit diesem Geld werden dann wohl Schulen gebaut für die Kinder und eben diese Nachzuchtprogramme finanziert und so weiter und so weiter. Ich sage ja, es ist sehr schwierig, da einen eindeutigen und, wie ich finde, einseitige Stellung einzunehmen. Ja, es gibt immer eine Kehrmedaille. Letztendlich eine dieser Kehrmedaillen ist, dass diese Trophäenjäger wirklich überhaupt gar kein Interesse an Afrika oder an diesen. Sie kennen sich gut mit den Tieren aus, weil das kann wirklich lebensrettend sein, wenn sie wissen, wie eben gewisse Tiere reagieren. Es gibt da diese Big Five, dann wird gesammelt, ne? Also Giraffe, Nashorn, Löwe, irgend so ein Kaffernbüffel,
Was war denn das nächste noch? Und noch irgend so ein großes Tier. Fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ist letztendlich auch egal. Mich stoßen solche Leute ab. Also es tut mir wirklich leid. Ja, die haben so viel Geld, die könnten das meiner Meinung nach auch so spenden. Aber wie gesagt, die haben eben gar kein Interesse daran, dass in Afrika irgendwelche Schulen gebaut werden. Sie haben nur Interesse daran, diese Tiere abzuschießen und als Trophäe ausgestopft mit nach Hause zu nehmen, sich ins Wohnzimmer zu stellen. Und ja, naja, ich glaube, da muss man nicht weiter was dazu sagen. Eine große Kehrmedaille ist, dass wohl bewiesen ist, dass es Wilderer in Afrika gibt, die für die es leichter ist, diese Trophäenjäger zu beschatten und denen hinterherzugehen. Das heißt, die Trophäenjäger gehen ja nicht alleine auf die Jagd, sondern sie haben sie haben Ranger um sich rum, die eventuell eingreifen, wenn es zu einer gefährlichen Situation kommt. Das heißt, diese Trophäenjäger werden also wie, die werden bewirtet, die werden im Grunde wie in einem, also in der Steppe bewirtet, wie wenn sie im Hotel wären. Und man fährt sie hin und fährt sie wieder zurück und damit die sich ja wohlfühlen. Und wenn sie dann zum Beispiel einen Schuss versemmeln, dann gehen die Ranger dem schwer verletzten Tier hinterher und töten es dann anstelle dieses Trophäenjägers. Das heißt, also ich fand es wirklich abstoßend. So, und die Wilderer wissen oft nicht, wo sich die Herden befinden, von den Nashörnern oder der, ach, Elefant, Elefant war noch ein Tier, genau, von den Elefanten. Aber wenn diese Trophäenjäger da sind und mit ihren ganzen Rangern durch die Steppe ziehen, dann hinterlassen die solche Spuren, die dann für die Wilderer eben leichter zu lesen sind. Das heißt, im Prinzip bringen diese Trophäenjäger die Wilderer auf die richtige Spur, um dann eben die Tiere, und die schießen dann nicht nur die Alten, die schießen alles, was sie kriegen können. Und so war es auch in diesem Fall. Er war auf. Also der Trophäenjäger, um den es hier geht, der Protagonist, war auf ein Nashorn, also er hatte sich die Lizenz gekauft, um ein Nashorn zu töten und hat es dann nicht erwischt. Er kam nicht zum Schuss und am nächsten Tag war es durch Wilderer getötet. So weit geht der Klappentext. So. Und jetzt habe ich wieder das große Problem. Es ist ein schmales Büchlein, aber im Prinzip ist das nur das Vorgeplänkel. Es geht dann im Grunde weiter. Dieser Trophäenjäger könnte jetzt vom afrikanischen Staat sein Geld zurückverlangen, ja, weil er ist ja nicht zum Abschluss gekommen. Er hat ja die Trophäe nicht bekommen. Wann nochmal ein Nashorn zum Abschuss freigegeben werden wird, ist die Frage. Das kann ja Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, falls überhaupt. Das ist also eine sehr schwierige Situation in dem Moment für den Staat, für die Rangers und auch für diese Trophäenjäger. Wenn er das Geld nicht zurückverlangt, dann schuldet ihm der Staat Afrika was. Also der Staat, ich weiß nicht gar nicht, wo die da sind. In Kenia, ich weiß es gar nicht mehr. Namibia, irgendwo, fragt mich nicht. Boah, ja, Geografie verlasst mich nie. Es hat mich schon verlassen, bevor es überhaupt anfing. Jedenfalls überlegt er, dass das, weil er braucht das Geld ja nicht. Er hat das ja übrig, ne? Er zahlt ja sowas aus der Portokasse. So. Und dann geht es im Prinzip damit weiter, dass ihm die Ranger ein Angebot machen. Und da wurde mir eimerweise übel. Statt der Big Five, also diese Giraffe, Nashorn, Elefant, Löwe und Kaffernbüffel, dann wären die Big Five voll, ein Big Six zu machen. Das heißt noch ein sechstes Lebewesen mit auf die Liste zu nehmen. Und da könnte man ihm ersatzweise für das Nashorn jetzt was bieten. Ich habe das Internet durchstöbert. Ich habe nichts gefunden dazu. Ich weiß nicht, ob das fiktiv erfunden ist. Ich habe wirklich nichts gefunden dazu, ob es das wirklich gibt. Die Autorin wurde hochgelobt dafür, dass sie
die Situation der Afrikaner in Afrika besonders realistisch dargestellt hat in diesem Buch und kein Blatt vor den Mund nimmt, welche Situationen dort ist. Ich meine, wir sehen ja im Fernsehen ab und zu die Bilder von Kindern, die da am Verhungern sind, die Malaria haben oder AIDS oder was auch immer und die dann da mit den Fliegen im Gesicht und so weiter liegen. Das nicht, sondern wirklich gesunden, jungen, afrikanischen Männern, gesunden, jungen Afrikanern, die erwachsen sind, in welcher beschissenen Situation die sich in ihrem eigenen Land befinden. Und wie deren Einstellung zu gewissen Dingen ist. Und die hat mit einer europäischen oder mit einer westlichen Mentalität nichts zu tun. Nichts, nichts, nicht im Kleinsten. Es geht denen nicht ums Geld. Es geht denen nicht um Haben und Besitz, sondern es geht um die Gemeinschaft. Etwas, was wir im Westen gar nicht kennen. Mich hat dieses Buch unglaublich beeindruckt und wirklich, ich konnte gar nicht mehr fassen, was ich dann den Rest des Buches gelesen habe. Und ich weiß nicht, ob die Autorin zum Schluss mir als Leser ein Angebot der Versöhnung macht mit dem Schluss, den das Buch hat. Ich meine, diejenigen, die den anderen Podcast gucken, die wissen ja eh, welche Einstellung ich zum Leben habe, dass ich sage, mir ist so viel, so unfassbar. Sachen passiert im Leben, die wirklich nicht normal sind und die auch sehr ungerecht waren. Und ich bin der festen Meinung, das wird seine Folgen haben, aber darum muss ich mich nicht kümmern. Das heißt, jede Tat oder alles, was man tut, kommt nicht unbedingt als Bumerang zurück, aber man, wie ich immer sage, man packt sich sein Paket und es wird irgendwann geliefert. Ich will eigentlich gar nicht weiter was erzählen. Lest dieses Buch einfach. Es ist auf alle Fälle lesenswert. Es ist ein hammertoll geschriebenes Buch. Es ist so unfassbar, was ich hier lesen musste und was noch unfassbarer wurde. Ich musste ja dann mal wieder eine schriftliche Rezension verfassen und war dann schon sehr spät dran, bin auch schon angemahnt worden, weil ich wirklich Zeit gebraucht habe, um das letzte Drittel zu lesen, was mich sämtliche Kräfte gekostet hat. Und bin dann auch mal neugierig hin. Ich meine, dass dieses Buch ein außergewöhnlich toll geschriebenes Buch ist und dass das auch sehr mutig generell ist, so ein Thema anzusprechen. Offensichtlich war es auch dringend mal nötig. Davor ziehe ich sämtliche Hüte. Ja? Und dann habe ich aber trotzdem mal aus Neugierde, weil ich damit echt, ja, weil es mich so umgekrempelt hat, gelesen, was andere geschrieben haben und ich konnte es nicht fassen. Ich konnte es nicht fassen. Es wurde als Horrorroman in das Genre Horrorroman, als fiktiven Horrorroman bezeichnet und das ist es nicht. Es geht hier nicht um Horrorroman, obwohl das purer Horror ist, was man hier liest. Aber es ist fiktiv, aber es ist nicht einer reinen Fantasie entsprungen. Das ist eben die Frage. Also ich war entsetzt, was die Leute, sie haben es abgeurteilt, sie haben das Buch wirklich als schlechtes Buch beschrieben, natürlich trotzdem 5 Sterne gegeben, weil man will ja das nächste Rezensionsexemplar haben. Wieder das übliche Theater mit diesen Rezensionslesern, die einfach Bücher abgreifen wollen und haben wollen in Menge. Aber wie gesagt, ich war wirklich entsetzt, wie unsere Gesellschaft mit einem Thema umgeht, das wir selber nicht fassen können. Das wird dann ganz schnell als Fiktion und ist halt ein Horrorroman. Dass diese Situation in Afrika wirklich so ist, alltäglich, das wurde weggeschoben. Und das hat mich eigentlich am meisten entsetzt. Von der Seite her würde ich mir schon wünschen, dass es einige mehr Leser gibt, die das nicht einfach beiseite schieben und sagen, naja, sie hat halt versucht, einen Horrorroman daraus zu machen. Sondern die sich wirklich sich wirklich damit auseinandersetzen, was in Afrika vor sich geht. So, jetzt habe ich wieder endlos lange über dieses Buch geredet.
Also teilt mir gerne mit in den Kommentaren, ob ihr das lest und oder vielleicht schon inzwischen gelesen habt und was ihr davon gehalten habt. So, derweil habe ich natürlich, weil das so heftig war, angefangen wieder, was ich gerade vorhin gesagt habe, haufenweise parallel zu lesen. Wie tue ich denn das jetzt mal hin? Ich werfe das mal kurz nach unten. Und habe mit zwei anderen Büchern angefangen. Das eine, das ist jetzt auch schon gleich vorbestellt gewesen, wieder einmal, ist dieses hier von Jonathan Scoffery, Falls ich dich überlebe. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt schon ausgeliehen hatte. Ich habe es jetzt endlich mal gelesen. Ich finde das Coverbild sehr, sehr schön. Es ist, ach so, ich habe euch gar nicht die Moment. Ja, von dem E-Book kann ich leider kein Bild von dem Autor zeigen, weil kein Bild vom Autor drin ist. Aber Gea Schöters sieht so aus. Und ich glaube, ich habe auch gar nichts weiter zu ihr gesagt. Sie ist 1976 geboren. Sie ist eine flämische Autorin. Und 2012 hat sie den großen Preis Jan Wouters für ihre kreativen Umgang mit Sprache gewonnen. Also wie gesagt, sprachlich ist dieses Buch hammermäßig. Für Trophäe, dieses Buch hier, wurde sie mit dem Literaturpreis Sabam for Culture ausgezeichnet. Der Roman wurde, da steht es, in der niederländischen Presse sehr positiv besprochen. So. Ah, vielleicht sollte ich mal auf diesen Link gehen. Das werde ich mal gleich nachher machen. Ach so, ja, jetzt wollte ich euch nochmal die Autorin zeigen. Na, so, damit können wir jetzt das Buch endlich abschließen und kommen zu Falls ich dich überlebe. Ein sehr sympathischer, sehr junger Autor und wie man schon erkennen kann, ja, wie sagt man das jetzt heute richtig? Es ist ein schwieriges Thema auch, ne? Es ist ein junger Mann mit Wurzeln, also er kommt aus Jamaika, mit Wurzeln von Schwarz, aber eben alles andere als Schwarz. Aber man sieht ihm noch an, ja, darf man mich, ja, das hört sich so blöde an, ne? Mulatte darf man ja auch nicht mehr sagen. Also, ja. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und genau das ist der Inhalt dieses Buches. Er beschreibt eine Familie, die von Jamaika kommt, die nach einem schweren Hurrikan dort alles verloren haben und übergesiedelt sind in die USA. Der Meinung waren, sie haben dort ein besseres Leben. Ein Sohn war schon da, der andere Sohn, um den es hier geht, wurde erst in den USA geboren. Und jetzt kommt wieder das, was ich schon zigmal gesagt habe, nur auf eine etwas andere Art und Weise. Diese Kinder, die von emigrierten Eltern stammen, haben es, wenn sie nicht im Ursprungsland geboren werden und das Ursprungsland nicht kennengelernt haben, sondern gleich in eine andere Gesellschaft geboren werden, zu der sie aber farblich, vom Aussehen her, von den Augenfarben, von der Haarfarbe, von dem Teint der Haut, einfach eigentlich nicht zugehörig sind. Darf man das jetzt so sagen? Also man sieht halt, der kommt nicht von hier sozusagen, ist aber da geboren und kommt halt von da. Und genau das ist das Thema von diesem Buch. Dieses, wo sind eigentlich meine Wurzeln? Wer bin ich eigentlich? Warum werde ich ständig gefragt, wo kommst du her, wenn ich doch hier geboren bin und hier aufgewachsen bin? Wenn ich doch eure Sprache spreche, euren Slang spreche, ohne dass da irgendein Akzent ist, ich diese eigentliche Sprache, die in Jamaika gesprochen wird, gar nicht kann, weil ich nicht dort geboren bin und dort nie gelebt habe. Dieses, zu wem gehöre ich denn? Er gehört nicht zu den Schwarzen, die lehnen ihn ab, weil er nicht schwarz ist. Aber er wird auch von den Weißen abgelehnt, weil er eben nicht weiß ist, sondern eben gewisse Körpermerkmale hat, die darauf hinweisen, dass er schwarze Wurzeln hat. Also ein für, was ich ja, was jemand wie ich, der eben im Land geboren ist und auch so aussieht, wie wenn man hierher gehört, oft schwer nachzuvollziehen ist. Aber für diese Menschen, und das betrifft auch Leute, die in Deutschland leben, sei es jetzt die türkische Nachnamen haben, aber eben schon seit zwei Generationen in Deutschland leben, in Deutschland geboren sind, deutschen Pass haben und ständig gefragt werden, wo kommst du denn her? Ach, du bist nicht deutsch. Doch natürlich bin ich deutsch, ich bin hier geboren, meine Eltern sind hier geboren.
Das führt dazu, dass diese Menschen sich fürchterlich diskriminiert fühlen. Und dass sie auch, und das ist eben auch Teil dieses Buches, nicht die gleichen Chancen bekommen. Und sie werden abgelehnt. Sie werden von allen Seiten abgelehnt. Sie kommen in ein Alter, wo sie gerne eine Freundin hätten oder Familie gründen würden. Aber sie werden von den Familien ihrer Freundinnen abgelehnt. Sie dürfen das Haus nicht betreten. Die Freundin muss sich immer entscheiden, halte ich eher zu meinen Eltern oder halte ich doch zu meinem Freund. Ein ganz, ganz schwieriges Thema. So, hier in diesem Buch gehen wir zuerst mit diesem jungen Mann, mit der in den USA geboren ist, in Miami, und der dann doch eine Freundin findet, ebenfalls zwei Söhne in die Welt setzt, und der eine Sohn ist hochbegabt. Und an dieser Stelle hätte ich wirklich jeden Satz unterstreichen können. Er hat im Grunde, und das war wirklich toll geschrieben von diesem Autor, dieses hochbegabte Kind wurde von seinem Vater behandelt wie ich von meiner Mutter. Also jeden Satz, den er zu seinem Sohn hat, kannte ich tausendfach von meiner Mutter. Kannst du nicht normal sein? Musst du das schon wieder anders machen als alle anderen? Wieso bist du denn so schwierig? Boah. Das heißt, der Autor bringt nicht nur diese Problematik, wir gehören vom Exterieur hier eigentlich nicht hin, sondern jetzt haben wir auch noch ein Kind, das vollkommen anders ist, das anders denkt, das anders fühlt, das andere Interessen hat, das schwierig ist, das an das keiner rankommt. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank, ich hatte keine Geschwister, ich musste mir nicht ständig anhören, dein Bruder ist doch auch nicht so kompliziert wie du, sondern ich war Gott sei Dank alleine. Und meine Mutter hat mir halt immer unterstellt, das machst du doch mit Absicht, nur um mir zu schaden und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich sagenhaft. Und wir gehen dann nach einem, es kommt dann zu einem fürchterlichen Eklat zwischen dem Vater und diesem inzwischen erwachsener gewordenen zweiten Sohn. Und ab da wechseln wir die Perspektive und gehen mit dem Sohn mit. Kommen noch ab und zu mal Einschübe von einem Cousin, ist sehr dramatisch zu lesen, aber sehr spannend. In einem Kapitel wechseln wir nochmal die Perspektive zu dem älteren Sohn, der nicht hochbegabt ist, der von den Eltern, vielleicht auch weil er der Erste war, absolut anerkannt. Er wird alles erben, er wird alles bekommen. Also es ist wirklich Hammer. Es ist unglaublich, wie innerhalb von einer Familie, die aufgrund einer Emigration eigentlich schon ohne Ende Probleme hat mit der Umwelt und mit Nachbarn und mit Anerkennung und mit natürlich finanzieller Situation, weil man immer nur die im niedrigsten Arbeiten machen darf und immer benachteiligt wird. Wie aber dann nochmal in dieser Familie ein Diskriminieren und eine Ungerechtigkeit stattfindet, wie die einzelnen Familienmitglieder sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen können. Also mich hat dieses Buch extremst beeindruckt, wirklich. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Und ich weiß auch nicht, ob das schon mal irgendwo besprochen wurde, dass das jetzt vorbestellt ist. Ich meine, ich freue mich darüber, ne? Und ich hatte es schon angefangen und dann gesehen, dass es vorbestellt, wo ich dachte, puh, unter den 100 Büchern, die ich da habe, habe ich das Richtige rausgesucht. So, habe ich euch denn jetzt schon mal irgendwas erzählt für hier? Nein, also Falls ich dich überlebe, ist übrigens wieder ein Debüt. Ja, also der erste Roman, der von diesem Autor geschrieben wurde. Ich freue mich natürlich tierisch auf die nächsten Bücher. Er ist Kind jamaikanischer Eltern, in den Vereinigten Staaten geboren. Das heißt, er weiß, worüber er spricht. Vieles, denke ich, wird auch autobiografische Züge haben. Er hat viele Kurzgeschichten geschrieben, die in amerikanischen Literaturzeitschriften und Magazinen vielfach ausgepreist wurden. Er arbeitet als Schriftsteller und Dozent für kreative Schreiben. Falls ich dich überlebe, ist sein erster Roman. So, viel Spaß wünsche ich euch mit diesem Buch. Es ist mal wieder in eine völlig andere Richtung beim Piper oder Piper Verlag erschienen. Und So, und parallel gelesen, weil ich sagte ja, vier Bücher habe ich parallel gelesen, habe ich dann mal wieder in was völlig anderes, in eine völlig andere Richtung gehend, auch wieder ein sagenhaft toll geschriebenes Buch,
sprachlich. Ich habe hier Zettelchen reingeheftet. Ich werde euch was vorlesen, aber erstmal möchte ich euch das Buch zeigen, wobei ich nicht weiß und immer noch nicht verstanden habe, was das hier eigentlich ist. Quallen haben keine Ohren. Von einer Französin geschrieben, Adèle. Ich weiß gar nicht, wie Rosenfeld auf Französisch ausgesprochen wird. Egal, Suhrkamp Verlag, das heißt, mir war klar, das Buch kann gar nicht schlecht sein, wenn es aus dem Suhrkamp Verlag kommt. Quallen haben keine Ohren. Gucken, ob ich überhaupt, ich glaube, hier habe ich auch kein, habe ich hier ein Bild? Nein, hier habe ich auch kein Bild der Autorin. Sie ist 1986 geboren, lebt in Paris. Auch ein Debüt, das heißt der erste Roman, den die Autorin geschrieben hat. Dieser Roman stand auf der Shortlist des Prix Goncourt du Premier Roman. Das heißt, auf der Shortlist des Preises Goncourt für ein Debütroman. Und ausgezeichnet wurde er mit dem Prix Fainéant 2022. So. In diesem Buch geht es um eine junge Frau, die ein Gehörproblem hat. Auf der einen Seite, man hat ja zwei Ohren, das linke Ohr ist, glaube ich, oder das rechte ist ja auch egal, ein Ohr ist komplett taub. Bei dem anderen ist es so, dass sie einen Verlust an Flimmerhärchen, also das sind diese Rezeptoren, die die Schallwellen aufnehmen und dann per Nervenübertragung ins Gehirn als Ton umsetzen lassen oder übersetzen lassen. Mit dem Verlust der Flimmerhärchen, was ja viele Leute machen, die sehr laut Musik hören, diese Flimmerhärchen gehen kaputt, wenn die Schallwellen zu heftig sind. Das heißt, man wird dann gehörlos. Ne? Deswegen waren auch früher, ich habe ja im Altenheimer gearbeitet, da habe ich eine Dame kennengelernt, die Opernsängerin gewesen war. Und die war so schwerhörig, weil eben durch ihr Leben immer dieses laute Orchester und ne, da hat sie sich komplett ihr Gehör versaut. Ja, bei ihr ist es so, dass es eine Erkrankung ist, die aber, und das ist das Problem. In ihrer Familie hat keiner dieses Problem. Sie kam als gesundes Kind auf die Welt hörend und verliert zunehmend ihr Gehör. Und das ist jetzt das große Problem. Sie gehört nicht zu den Hörenden, sie gehört aber auch nicht zu den Tauben. Es ist phasenweise schon sehr, ja, ich musste schon manchmal lachen, ja, obwohl es nicht zum Lachen ist. Aber was sie versteht, und wenn sie dann nochmal, wenn sie dann denkt, das kann nicht richtig sein, und nochmal, wie bitte, und dann das nochmal hört und sie hört was völlig anderes. Und es ist schon, es entbehrt nicht einen gewissen Humor, ja, auch wenn es sehr, sehr traurig ist. Sie verliert ja das Gehör so stückchenweise. Das heißt, sie fing dann an, das Ganze zu überspielen und versuchte gleichzeitig mit dem Gehör Lippen zu lesen. Ich finde das immer ganz furchtbar, wenn man mit Leuten redet und die starren einem so auf die Lippen, wenn man nicht weiß, dass sie gehörlos sind. Und sie sagt das ja niemandem. Das ist ein ganz schwieriger Schritt, den Zeitpunkt zu finden, zu sagen, ab heute zähle ich zu den Gehörlosen, weil das eben so schleichend voranschreitet. Sie wird auch von den Gehörlosen nicht wirklich akzeptiert. Und das ist, also ich habe wirklich hier eine Art der Diskriminierung kennengelernt, über die ich mir noch niemals Gedanken gemacht habe. Sie wird von den Hörenden abgestoßen, weil die hört ja nichts oder die versteht mich nicht. Oder vor allen Dingen gerade, wenn Leute das nicht wissen, dass sie ein Problem mit dem Gehör hat, wird sie dann eher so als dumm oder als, ja, ich weiß auch nicht, also sie wird eben, wenn sie ist ja sehr jung, ne, da geht man aus, da will man mit Freunden was unternehmen und es endet immer dramatisch. Und sie fängt an, das ist von der Psyche her wieder ein Schutzmechanismus, dass sie Personen erfindet, unter anderem auch einen Hund, aber auch einen Soldaten und noch eine Botanikerin, die sich in ihrem Umfeld bewegen, die aber gar nicht existieren, die fiktiv vorhanden sind.
Aber bei denen fühlt sie sich wohl, weil die verstehen sie und sie versteht die und die haben aber auch ihre Probleme. Und das ist wirklich, wie wenn man schizophren, wie wenn man noch eine schizophrene Person vor sich hätte. Dann geht sie irgendwo hin und stellt sich vor für eine Arbeit und versteht nicht, was die da sagen, weil der Hund so laut bellt. Dabei existiert er gar nicht. Also das sind, es war wirklich sehr faszinierend zu lesen und hat mich in eine Welt entführt, mit der ich mich tatsächlich bisher noch niemals irgendwie beschäftigt habe. So, um euch so einen kleinen Einblick zu geben, wie sie, also wie toll diese Autorin schreibt, habe ich hier Zettelchen reingehängt und lese euch jetzt mal was vor. Wo wollte ich denn was hier vorlesen? Sie lernt einen Mann kennen, mit dem sie dann auch, ich weiß gar nicht, wie weit darf ich euch denn was erzählen, ohne dass ich spoiler. Naja gut, sie lernt eben einen Mann kennen. Der hat Interesse an ihr, aber sie versteht ihn halt nicht. Genau das traf es. Thomas' Mund war entlastet, leer. Seine mittlere Stimmlage war ein notdürftiges Gebläse. Die Sprache nahm gelegentlich den umgekehrten Weg und kroch in die Kehle zurück, um unsichtbare Wörter einzuhauchen. Es wirklich dieses, sie kann halt sehr hohe Töne hören, sie kann sehr tiefe Töne hören. Das heißt, das Mittlere ist ein notdürftiges Gebläse und sie versteht nicht eine Silbe. So, dann hat sie natürlich noch eine Mutter, die, und das ist halt auch wieder das Schlimme, alle Leute rundherum wissen unbedingt, was man machen soll oder wie man sich verhalten soll oder was man tun soll. Das Problem ist, das Buch beginnt, indem sie in die Kliniken geht, beziehungsweise weil halt regelmäßige Untersuchungen anstehen und es festgestellt wird, dass ihr Gehör um, ich glaube, 15% oder sowas wieder sich verschlechtert hat. Das heißt, sie ist an einem Punkt angekommen, wo es wirklich, ja, sehr schwierig wird. Und die Ärzte machen ihr ein Angebot. Sie wird dann nochmal behandelt, aber diese Behandlungen bringen gar nichts. Das heißt, der Körper, die Ohren sprechen auf nichts mehr an. Und die Ärzte sagen ihr, okay, es gibt noch eine Möglichkeit. Und zwar ein Implantat. Das heißt, es wird operiert, das normale Innenohr wird entfernt und es kommt ein Implantat an diese Stelle und man wird dann eventuell wieder hören, eventuell auch nicht. Wenn die OP schief läuft, hat man eventuell auch gar kein Gleichgewichtssystem mehr oder wie auch immer. Und wie man dann hört, kann keiner sagen, weil das auch sehr individuell unterschiedlich ist und man das einfach nicht nachvollziehen kann. Das heißt, sie wird kein natürliches Gehör mehr haben. Vielleicht hört sie dann alles irgendwie mechanisch, vielleicht hört sie alles tatsächlich super besser, vielleicht hört sie aber auch genauso schlecht oder noch schlechter, und vielleicht hört sie Dinge auf eine Art, die unangenehm sind oder die eben auf alle Fälle nicht dem Natürlichen entsprechen. Sie macht dann auch als, das hat sie irgendwann mal angefangen, sie führt so eine Art Tagebuch, in dem sie Geräusche, die sie noch hört, aufschreibt, wie die klingen, weil sie wird die irgendwann nicht mehr hören und dann kann sie sich aber anhand dieses Tagebuchs erinnern, wie sie mal geklungen haben. Und die Ärzte sagen, sie wird aber das, was sie vorher hörte und wie sie vorher hörte, relativ schnell vergessen, weil das Gehirn das relativ schnell überschreiben wird mit dem neuen Gehör. Das heißt, sie wird dann irgendwann nicht mehr wissen, wie die natürlichen Töne sich wirklich Vogelgezwitscher oder was auch immer, das Gluckern von Wasser, wie auch immer, das wird sie nicht mehr wissen. Dieses Gedächtnis wird sie verlieren. Und davor hat sie Angst. Und sie hat generell Angst vor dieser Entscheidung. Und es ist natürlich fürchterlich schwer, den richtigen Moment zu treffen. Die Ärzte machen Druck und sagen, es ist jetzt, wenn wir das überhaupt machen, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt. Weil wenn wir noch länger warten, dann kann das auch so sein, dass nichts mehr funktionieren wird, weil eben der Gehörnerv schon aufgegeben hat und das dann nicht mehr operabel ist. So, wo habe ich denn hier? Ah, hier.
Meine Mutter war eine Egoistin. Von widersprüchlichen Forderungen getrieben, war sie nie über das Stadium hinausgekommen, in dem das Kind nur als Verlängerung ihrer selbst existierte. Alles, was mir widerfuhr, stellte die Harmonie unserer Bindung in Frage. Das war es, was ich dachte und ihren fragenden Augen und geschlossenen Lippen nicht sagen konnte. Das hat mich so an meine Mutter erinnert, ja, diesen Zeitpunkt, nie das Kind als eigene Persönlichkeit zu erkennen, sondern immer nur, naja, die ist ja aus meinem Körper rausgekommen, ist ja nur ein Teil von mir, ja. Deswegen weiß ich auch genau, wie die fühlt, wie die denkt, wie die ist. Und das ist ganz furchtbar, ganz furchtbar. Das hat mich so an meine Mutter erinnert, deswegen wollte ich euch das auch unbedingt vorlesen. Vielleicht schreibe ich mir das auch noch aus. Ein sagenhafter Roman. Ich habe es wirklich genossen, diese wunderbaren Sätze zu lesen und mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob ihr da irgendwelche Verbindungen zu habt. Ich hatte bisher noch nie irgendwie Kontakt zu Gehörlosen oder zu Leuten, die Probleme mit dem Gehör, außer eben dem Nachbarn unten drunter, der irgendwie schwerhörig ist und mich deswegen unfassbar nervt. Aber letztendlich, dass auch da eine Diskriminierung in dieser Art und Weise, also es ist doch furchtbar, oder? Was sind wir eigentlich für eine fürchterliche Gesellschaft? Ja, also ich möchte es euch wärmstens ans Herz legen, auch ein Debüt, und ich bin gespannt auf das nächste Buch, auf das nächste Buch dieser Autorin. So, dann habe ich mal wieder ein paar Bücher eingekauft und ich habe englische Bücher eingekauft, weil die wieder deutlich billiger sind als die deutschen Ausgaben, weil ich mal diese Bücher einfach mal lesen wollte. Ich halte die jetzt einfach mal kurz in die Kamera. Ja, ich habe dann bei der Bibliothek, also bei Dussmann gibt es unten eine englische Buchhandlung und auch die haben eine Resteecke und da habe ich mir zwei Horrorbücher noch mitgenommen, weil die runtergesetzt waren. Die waren sozusagen auf dem Grabbeltisch und ich hoffe, dass ich jetzt mal endlich dazu komme, wieder englische Bücher zu lesen. So, dann habe ich angefangen, wieder im E-Book-Reader. Ein Buch zu lesen. Ach so, das habe ich gar nicht vorbereitet. Moment. Ah, ich sehe schon. Das muss ich irgendwie anders machen. Das habe ich aber gerade erst angefangen. Das sind tatsächlich nur einzelne Geschichten. Nichtsdestotrotz. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Der Fluch des Hasen. Von Bora Chang. Ich glaube auch aus Korea. Der Fluch des Hasen. Ist das das, was in der Leipziger Buchmesse jetzt einen Preis gewonnen hat? Ich weiß es nicht. Ich habe mir die fotografiert, aber ich nutze ja gerade mein Smartphone, also das sind einzelne Geschichten, die dieses Buch, wartet mal. Über das Buch. Ja, genau, deswegen wollte ich das lesen. Dieses Buch entzieht sich jeder literarischen Schublade. Wie gesagt, es sind einzelne Geschichten. Es verwischt auf einfallsreiche Weise die Grenzen zwischen den Genres. Das hat mich sehr interessiert. Ja, so dieses, man kann es nicht wirklich einsortieren. Es hat was mit magischem Realismus zu tun, mit literarischem Horror, mit Fantastik oder spekulativer Fiktion. So. Es hatte es stand auf der Shortlist des Booker Prizes. Da unten steht es, genau. Es sind 10 Geschichten insgesamt. Die Autorin ist 1976 in Seoul geboren und hat viele Romane und Kurzgeschichten geschrieben. Sie übersetzt aus dem Russischen und dem Polnischen ins Koreanische. Das finde ich ganz beachtlich. So, der Fluch des Hasen stand auf der Shortlist für den International Booker Prize 2022 und wurde in 16 Sprachen übersetzt. Also irgendein Buch mit Hasen wurde jetzt auch bei Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Ja, das muss ich nochmal nachlesen. Sieh mal,
Ich hätte es mir ja mal aufschreiben können. Und ich wollte das auch mal aufschreiben. So schlecht bin ich wieder mal vorbereitet. So. Mal gucken, ob ich jetzt noch mal besser das Coverbild. Es ist ein bisschen glänzig. Ist leider halt schwarz-weiß, ne? Die Tolinos geben keine Farbe wieder. Aber als ich das gesehen habe, dass man das ausleihen kann, dachte ich dann, ja prima, dann leihe ich das aus. Dann kann ich ja mal hin und wieder noch im Bett abends eine Geschichte lesen. So, was ich momentan auch angefangen habe, und dazu brauche ich wieder mal ein bisschen länger. Ich bin noch im Überlegen, ob ich es mir kaufe, aber 36 Euro sind 36 Euro. Ich bin aber mal gespannt, ob ich es gelesen bekomme, weil ich musste es mir schicken lassen von einer anderen Bibliothek, weil in meiner Bibliothek war es gnadenlos ausverkauft, ausgeliehen und vorbestellt und ich wollte es unbedingt so bald wie möglich lesen. Natürlich, natürlich den neuen Roman von Haruki Murakami. Entschuldigt bitte. Oh meine Güte. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Ich bin noch nicht sehr weit und es ist wie immer Wunder, Wunder. Ach, in seine Bücher kann man sich reinknien und da drin verschwinden. Dieser Mann hat eine Fantasie und eine Art zu schreiben. Man fängt an zu lesen und die ganze Umwelt verändert sich und man ist einfach nur noch weg. Es geht hier um ein ganz junges Pärchen. Er ist ein Jahr älter als sie und sie sind 17 und 16 Jahre alt. Und sie sagt ihm, dass sie eigentlich gar nicht in der realen Welt wirklich lebt, sondern sie lebt eigentlich woanders, in einer Stadt, die von einer hohen Mauer umgeben ist. Und es wird sehr, sehr schwierig für ihn, wenn er zu ihr kommen möchte, weil nicht jeder kann diese Stadt betreten. Und es ist einfach wunder, wunderschön geschrieben. Sie sagt auch, wenn er es mal schaffen sollte, in diese Stadt zu gehen, also sie ist praktisch nur als Schatten ihrer selbst in seiner realen Welt vorhanden. Sie lebt eigentlich in dieser ummauerten Stadt. Und wenn er da das mal schaffen sollte, diese Stadt zu betreten, dann wird sie ihn nicht mehr wiedererkennen. Es ist wunderschön geschrieben. Und wie gesagt, ich bin jetzt mal gerade auf Seite 60. Ich freue mich schon aufs Weiterlesen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es auch, ich konnte nicht, also ich war so aufgeregt, als ich gesehen habe, es kommt ein neues Buch von ihm und ich konnte einfach nicht warten. Ich musste das irgendwie. Und dann habe ich gesehen, also in der Bibliothek hat man mir das Angebot gemacht, dass ich es mir schicken lassen kann und dann dachte ich, ja, ich lasse es mir erstmal schicken. Bei 36 Euro für ein Buch hätte es jetzt 26 gekostet, aber es ist auch nicht gerade sehr dünn. Also der Preis ist auf alle Fälle gerechtfertigt. Ich war halt nur am Überlegen, ob ich wirklich so viel Geld ausgebe. Habe dann auch wieder gedacht, hätte ich nicht schon die ganzen Englischen gekauft gerade. Da hatte ich übrigens auch noch eins mehr gekauft von dem Autor, den ich hier in Deutschland mal 3,5 Jahre promotet habe. Aber über den habe ich ja noch gar nie gesprochen. Deswegen habe ich euch jetzt dieses Buch auch nicht in die Kamera gehalten. Es liegt hier, aber ich werde es hier liegen lassen. Ausgeliehen habe ich wieder eine ganze Menge Bücher und ich zeige euch jetzt einfach mal stellvertretend nur zwei. Ne, wir sind schon wieder eine Stunde. Ach, was ich immer laber über so ein paar wenige Bücher, ist furchtbar. Aber zwei wollte ich euch unbedingt zeigen, weil ich es immer, also momentan sind so tolle Bücher am Start. Wer noch immer am Überlegen ist, ob er wieder anfängt zu lesen, also momentan ist wirklich der genau richtige Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, welche Bücher ich zuerst lesen soll. Ich habe leider wieder 100 ausgeliehen. Und war schon am Überlegen, wie ich das hinbekomme, die Bibliothek zu überzeugen, einfach dieses Limit mal aufzuheben. Jedes Mal stehe ich da und denke, Mist, ich will die unbedingt haben, aber dann muss ich irgendwelche abgeben, die ich eigentlich auch noch alle lesen will. Aber kein Mensch kann so viele Bücher lesen. Das ist halt einfach. Ich zeige euch jetzt eins, das ich ausgeliehen habe, weil ich unfassbar begeistert bin vom Coverbild. Wieder vom Mare Verlag. Ich muss dem Mare Verlag mal wirklich ein riesengroßes Kompliment machen. Das ist jetzt, glaube ich, das fünfte oder sechste Buch von dem Verlag. Die anderen habe ich euch gar nicht gezeigt und ich bin leider auch nicht zum Lesen gekommen. Aber die Coverbilder sind ja wirklich einzigartig, unglaublich toll. Ich kann hier stundenlang drauf gucken und ich finde immer wieder neue Details.
So, es ist geschrieben von Owen Booth. Mare Verlag habe ich schon gesagt. Ich zeige euch mal. Ach, ich habe euch gar nicht. Von Quallen haben keine Ohren war kein Bild der Autorin dabei, aber natürlich Haruki Murakami. Wobei ich gehe davon aus, dass ihr ihn kennt. Ne? Wer von euch hat von ihm noch nie was gelesen? Das kann ja gar nicht sein. Gibt es solche Menschen? Ja, also 1949 in Kyoto geboren, lebte längere Zeit in den USA und Europa. Ich rede jetzt hier von Haruki Murakami wieder. Ich hatte mal irgendwo gehört, dass er regelmäßig für den Nobelpreis der Literatur vorgeschlagen wird, aber bis jetzt hat es nicht geklappt. Also er lebte längere Zeit in den USA und in Europa und ist der gefeierte und mit höchsten Literaturpreisen ausgezeichnete Autor zahlreicher Romane und Erzählungen. So, gut. Die ganzen Titel aufzuzählen bringt nichts. Aber was ich mal noch erzählen wollte, ist, dieser Autor, den ich euch jetzt nicht zeige, den ich promotet habe, mit dem ich eine Zeit lang relativ intensiven Kontakt dadurch hatte, der hatte dann mal irgendwo, ich glaube, bei Twitter oder so geschrieben, ja, ich hätte jetzt Lust, ein neues Buch anzufangen zu lesen, weil der natürlich auch sehr viel liest. Was würdet ihr mir denn empfehlen? Was könnte ich denn jetzt gerade mal lesen? Was lest ihr denn gerade? Und dann habe ich ihm geschrieben, ich habe gerade ein Buch von Haruki Murakami beendet, und zwar Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Ein ganz wunderbares Buch, ein wirklich ganz wunderbares Buch. Das ist mehr so autobiografisch, weil Haruki Murakami ist begeisterter Läufer und Langstreckenläufer, und irgendwann wurde es ihm zu langweilig und dann ist er in den Triathlon gegangen. Und dieses Buch ist so, also Haruki Murakami ist so ein toller Mensch, so natürlich und menschlich und ja, in keinster Weise abgehoben, trotz seines ganzen Erfolges. Und er beschreibt dann auch immer, was ihm alles schief geht und was alles, der ist ja auch immer so verschusselt. Es ist wirklich so lustig. Er hat sich tatsächlich beim Triathlon komplett verschwommen, weil er sich vorher irgendwie eingecremt hatte und dann war diese Schwimmbrille so verschmiert und dann konnte er nicht sehen, wo er lang schwimmen muss und ist in die falsche Richtung geschwommen. Also lauter solche Sachen. Ich kann euch dieses Buch, das ist ein ganz schmales Taschenbuch. Wer also von ihm noch nichts gelesen hat, dann liebend gerne. Die anderen Bücher von ihm sind relativ dick, aber dieses Taschenbuch ist relativ dünn. Ich weiß gar nicht, habe ich das nicht irgendwo hier stehen? Hier hatte ich doch mal welche von ihm stehen. Wo sind die denn jetzt abgeblieben? Wo habe ich die denn hingetan? Ach, ich sag ja, wenn man schon nicht vorbereitet ist, wahrscheinlich stehen die hier unten irgendwo und sind wieder zugedeckt, weil ich wieder zig andere Bücher darüber gepackt habe. Ja, also wie gesagt, ich kann euch wirklich nur empfehlen, von ihm Bücher zu lesen. Ja, und dann habe ich ihm, diesem Autor, geschrieben, dass ich eben dieses Buch gerade beendet hätte und wirklich ganz toll fand und dass es sehr lustig war, und habe ihm versucht, den Titel vom Deutschen ins Englische zu übersetzen. Aber gesagt, ich weiß nicht, wie das in Englisch oder in Amerika heißt, dieses Buch. In Deutschland würde es so und so heißen, ne? Also wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Und dann habe ich darauf ein rotes Herzchen von Haruki Murakami bekommen. Na, was glaubt ihr, wie stolz ich war? Ich bin wochenlang mit einem Strahlen im Gesicht durch die Gegend gelaufen. Ich war so hin und weg. Ich dachte, das kann echt nicht sein, dass ich war, oh, dass ich glaube, ich kann das gar nicht rüberbringen. Also ich war so, ja, glücklich ist gar kein Ausdruck, weil ich damit niemals gerechnet habe, dass Haruki Murakami das liest. Also ich war total begeistert. Ich kann euch wirklich diesen, ja, naja, gut. So, jetzt wieder zu dem anderen Buch. Gott, ist das wieder ein Chaos bei mir? Naja, aber diejenigen, die den anderen Podcast kennen, die wissen ja, bei mir ist das immer ein bisschen chaotisch. So, also, jetzt sind wir wieder bei Owen Booth, bei diesem wunderschönen Buch. Das ist der Autor. Der guckt schon so, ne? Der guckt schon so. So, er lebt als Journalist und Werbetexter in London. So, 2015 wurde er mit dem White Review Short Story Prize ausgezeichnet und 2020 mit dem Moth Short Story Prize. Also offensichtlich schreibt er sehr viele Kurzgeschichten. Als Vorbild für diese, das ist übrigens ein Debütroman. Wir haben heute wieder drei Debüts.
Also dieser Debütroman geht um einen Captain Clark B. Und diesen Captain, den lehnt er an Paul Boyton. Der hat von 1848 bis 1924 gelebt, war ein Schausteller und Abenteurer. Der hat wohl diesen Froschanzug erfunden, der Vorreiter war für die ersten Überlebensanzüge. Und in Anlehnung an diesen Menschen hat er hier einen Protagonisten erschaffen. Und der Spectator sagt, dieses Buch ist voller außergewöhnlicher Figuren, wie aus einem Roman von Mark Twain und mit einem unwiderstehlichen Sog. Worum geht's da? Es geht um diesen Daniel Bones, diesen Protagonisten. Soll ich das eigentlich überhaupt erzählen, was da steht? Also es geht letztendlich um diese Geschichte der Anzüge, die man anziehen kann, mit denen man früher, das hat man ja damals auch gemacht, ne? Man hat nicht U-Boote nach unten geschickt, sondern Menschen in diesen komischen Froschanzügen, die dann mit so einem Luftschlauch verbunden waren. So um solche Abenteuer geht es in diesem Buch. Also ich bin unglaublich gespannt. Hoffentlich komme ich von diesem. Was steht hier noch? Eine mitreißende Lektüre voller verwegener Charaktere, deren Tun und Lassen sie in die unterhaltsamsten Schwierigkeiten bringt. Also es muss auch sehr humorvoll sein. Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht reingelesen, obwohl die ersten Seiten habe ich schon gelesen. Aber ich wollte jetzt erstmal die Stadt und ihre ungewisse Mauer lesen. Schrecklich, es ist ganz schrecklich. Momentan sind so viele so tolle Bücher. Und dann habe ich noch eins ausgeliehen, was ich euch jetzt mal stellvertretend in die Kamera halte. Von diesem Autor, ein sehr junger Autor, sehr sympathisch. Joshua Cohen, 1980 in New Jersey geboren, hat mehrere Einzelbände und Romane veröffentlicht und haufenweise Auszeichnungen bekommen. Unter anderem den Pushcart-Preis 2012, den Maternal Prize in Jewish Literature 2013. Die Zeitschrift Granta wählte ihn zu einem der 10 besten jungen amerikanischen Autoren der letzten 10 Jahre. So, und das ist der Grund, weshalb ich es mitgenommen habe. Es gibt ein neueres Buch von ihm. Das wollte ich eigentlich auch ausleihen, ging dann nicht mehr, weil ich schon wieder die 100 voll hatte. Oh. Und dieses andere Buch ist sehr groß, also nicht so ein Format wie so ein normales Buch, sondern größer, wie so ein DIN A4 Format, ganz dick. Und dann habe ich es aufgeschlagen und es war ganz, ganz kleine Schrift, ganz dünne Blätter und ich weiß nicht, an die 1000, über 1000 Seiten, wo ich dann gedacht habe, ach du liebe Schande, das kriege ich ja nicht gelesen in 4 Wochen mit den ganzen anderen Büchern. Und dann habe ich aber gesehen, dass die Bibliothek noch frühere Bücher von ihm hat und fand dies deutlich dünner. Es hat wie viele Seiten? Ja, auch 750, irgendwie sowas. Ist aber kleinformatiger, wie ihr seht. Hat kein DIN A4, sondern normales Buchformat. Ist nicht ganz so klein geschrieben, wobei, naja, sehr groß geschrieben ist es auch nicht. Aber ich wollte es euch zeigen, weil so sieht nämlich das andere Buch auch aus vom Coverbild. Und ich fand das so der Hammer. Alleine dieses Coverbild hat mich schon wieder angezogen. Und dann habe ich erst gelesen, um was es sich eigentlich handelt. Dieses heißt Buch der Zahlen. Das neuere Buch, das jetzt erschienen ist, dieses riesengroße, heißt Witz. In dem Witzbuch geht es um darum, dass die Juden am Aussterben sind und dass Judensein zum absoluten Hype, absolut in wird und dass es nur noch wenige Leute gibt, die jüdisch sind und die eben was ganz Außergewöhnliches darstellen. Also so ein bisschen satirisch mit sehr viel Humor. Hier in dem Buch der Zahlen geht es um einen Autor, der, ja, hier steht gescheiterter Autor. Also der nicht sehr erfolgreich ist und der bekommt einen Auftrag von einem Verlag und zwar soll er eine Art Biografie schreiben über einen Menschen, der genauso heißt wie er selbst. Vorname gleich, Nachname gleich. Aber ansonsten ist dieser Mensch
das genaue Gegenteil von dem Autor. Er ist ein riesiger, reicher Mensch, erfolgreich, reich, hat alles, was man sich nur wünschen kann und ist auch ziemlich skrupellos in seinen Geschäften. Hier steht, Buch der Zahlen ist ein überschäumendes Buch und in Amerika Kult. Joshua Cohen ist ein ganz und gar außerordentliches Genie. Das Buch der Zahlen liest sich, als hätte jemand die Werke von Philip Roth zusammen mit denen von David Foster Wallace in einen Teilchenbeschleuniger geschossen. Ja, also ich musste es mitnehmen, in der Hoffnung, dass ich dazu komme, es zu lesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr diese Bücher schon kennt, ob ihr den Autor schon kennt. Mir ist der bisher vollkommen entgangen und in der Bibliothek stehen noch mehrere Bücher von ihm. Also er hat einige Übersetzungen ins Deutsche bekommen, aber dieses Buch und das Buch Witz haben ein solches Coverbild. Bunt und detailreich, man kann sich nicht satt sehen und irgendwie haben mich diese Bücher magisch angezogen. So, ich gehe jetzt wieder weiterlesen in der Stadt mit ihrer Mauer. Freue mich tierisch auf die nächsten Kapitel. Was lest ihr denn gerade? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Habt ihr auch das Gefühl, dass momentan einfach ich könnte einkaufen gehen und Bücher kaufen und Bücher ausleihen? Ich weiß nicht, momentan ist eine ganz schlimme Zeit. Es sind so viele, so tolle Bücher unterwegs. Ich hoffe, es war für euch auch dieses Mal wieder was dabei, vielleicht eine Anregung, mal in eine andere Richtung reinzuschnuppern. Es würde mich freuen, wenn ich euch da irgendwie ein bisschen Anregung geben konnte. Solltet ihr irgendwelche Bücher davon schon gelesen haben oder lesen wollen, teilt es mir gerne mit, teilt mir gerne mit, was ihr davon gehalten habt, weil davon lebt ja dieser Podcast. So, jetzt ist es 1 Stunde und 12 Minuten. Ich verabschiede mich. Was habe ich denn heute für ein Problem? Ich verabschiede mich von euch bis zum nächsten Kapitel. Ich hoffe, es wird dieses Mal nicht so lange dauern und wünsche euch noch wunderschöne Restostern. Macht's gut, bis demnächst. Tschüss.